Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. So, wir schauen mal, ob das jetzt so funktioniert, was ich mir ausgemalt habe. Okay, Jill kommt. Vater, bitte sende mir deinen Schutz in meinem ersten Kampf. Okay. Das kann Ike ab. Sehr schön, wir sind dran. Das heißt, erstmal schmeißen wir Rolf wieder runter. Wir beiden können jetzt nichts mehr machen, aber ich wollte halt Rolf da nicht drin stehen haben, weil dann wäre er garantiert angegriffen worden. So, und Ike kann mal... Aber wir können gar nicht mit ihr quatschen. Aber sie hat doch einen Namen. Vielleicht können wir ja von da mit ihr quatschen. Das ist doch doof. Ich will das nicht. Ich will nicht gegen Jill kämpfen. Na, vielleicht machen wir es doch einfach mal. Oder sehe ich es einfach nicht? Nee, Items tauschen, Befehl, warten. Nee. Wir müssen leider angreifen. Okay. 2x12. Dann kriegt Ike ganz schön was ab. Aber wir haben ja Heiler. Die müssen auch was machen. Ich dachte, man kann mit allen quatschen, die einen Namen haben. Kann man anscheinend nicht. Okay, dann können wir wieder nach vorne rücken. Aya heilt erstmal hier nochmal Mia. Und Rai heilt Ike. Heilung ist zerbrochen. So, wir versuchen mal alle jetzt wieder ein bisschen so hinzustellen, dass alle ungefähr auch so im Bulk stehen sozusagen. Und nicht alle zu weit entfernt sind. Okay, dann weiß ich nicht, können wir den schon wieder locken mit Nefeni? Aber dann steht sie wieder so weit vorne, ne? Ach, egal. Nefeni ist echt gut. Muss ich ja mal so sagen. Okay. Dann geht's mit den anderen nach vorne. Wie sieht's denn hier mit der Dings aus? Okay. Könnten Brom schon reinstellen. Ich will aber tatsächlich, wenn ich locke, warte, ich meine mal aus, so. Ich kann ja erstmal ihn locken. Mit Kevin zum Beispiel. Aya kann noch mal Ike voll heilen. So, jetzt einfach nur warten.
Wolf und Titania. Wenn ich stellen wir mal dahin. Oh, ausgewichen. Ja, vielleicht ein Kill für Rolf. Und ein Level-Up für Kevin. Naja, Kevin. Komm, nächstes Mal strecken wir uns ein bisschen mehr an, ne? Okay. Wir müssen gleich irgendwie wieder locken. Er hat halt Schnitter. Schnitter war doch eine Waffe, die... einen hohen Crit-Wert hat. Ja. Weiß ich nicht, wie ich an ihr rankommen soll. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt erstmal mit... okay, stellen wir mal kurz dahin und mit Rolf... den Herrn aus dem Spiel zu nehmen. 2x8. Rolf, was ist denn mit dir? Sonst immer nur 1 bis 2 Schaden, aber jetzt auf einmal 2x8. So, Rolf, Stärke. Stärke brauchst du. Er hat Stärke bekommen und Geschwindigkeit. Ich heue hier fast. Ja, warte, ich stelle vielleicht mal Ike dahin, wo Kevin jetzt steht. Vielleicht kommt er ja in einem nächsten Zug ran. Ich bezweifle es ein wenig. Ich will auf jeden Fall einmal speichern. So, ich habe wieder Bild. Es dauert leider jetzt immer ein bisschen, bis ich weitermachen kann nach dem Speichern. Ich weiß nicht, was da los ist. Warum kommt halt einfach nicht ran, ne? Mit Ike komme ich auch nicht ran. Aber Ike hat eigentlich einen hohen Ausweichwert, ne? Der wird doch hoffentlich nicht von... Wir probieren es jetzt aus, mit Ike da ranzugehen. Und ich nehme ihm auch das Schwert ab. Ich habe ja eben gerade gespeichert. Ich speichere jetzt noch sicherheitshalber einmal. Ich will es einfach ausprobieren. Ich will halt nicht die Leute töten, die ich eigentlich anquatschen möchte. Oder zumindest versuchen anzuquatschen. Bei Jill hat es ja jetzt nicht funktioniert. Aber wir wollten ja immerhin nur mal schauen. Items, du legst das bitte ab. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nein, der kommt noch an. Oh, den habe ich ja gar nicht beachtet. Ich will dir nichts Schlechtes, aber ich muss. Ich habe Gründe, die mich kämpfen lassen. Boah, richtig gut. Richtig gut, Ike. Oh, ich habe einen halben Herzinfarkt gerade. Aber okay, das hat funktioniert. Können wir jetzt mit ihm reden? Wir können mit diesen Leuten nicht reden. Warum können wir mit denen nicht reden? Es macht dich kaputt. Kann Nefene mit denen reden? Nein, es kann irgendwie niemand mit denen reden. Sie haben doch einen Namen. Egal, dann können wir jetzt ja in Ruhe kämpfen. Nia kommt nicht ran. Volt auch nicht. Wer kommt denn alles ran? Rolf. 5. 7, okay. Irgendwie an. Er hat halt diesen Schnitter. Ich habe ein bisschen Angst, da zu nah ranzugehen. Ah, Brom hat ja auch eine Fernwaffe. 10. Das ist auch nicht so viel. Oscar kommt ran. 16.
Ach, wir machen's. Wir fangen mit Oscar mal an. Neun. Das machte Rolf nicht, ne? Was machte Rolf für einen Schaden? Sieben. Dann muss Nefine den jetzt töten. Vergib mir, ich konnte niemanden retten. Zu spät. Oh. Und Nefine hat ein Level up. Ja. Ist in Ordnung, Nefine. Du bist schon recht schnell. Okay, Ike, dann darfst du jetzt mal loslegen. Warum hat eigentlich Ike eigentlich noch ein Eisenschwert? Warum nehme ich ihm das nicht mal weg? So, wir haben noch einen Schwerthansel, in den Rolf nicht rankommt. Dann ziehen wir jetzt die ganze Gruppe mal ein bisschen hinterher. Wobei ich glaube nicht, dass Rolf gleich noch die Chance bekommt, diesen Schwerthansel zu töten. Ich glaube, entweder Ike oder Nefine werden ihn erledigen. Huch, nicht tauschen. Bei Rice komme ich immer aufs Tauschen, ne? Ja, Ike wird ihn sicher töten. Ike hat bald seine Entwicklung. Ah, da oben ist ja noch ein Haus. Ist ja gar nicht so schlecht, dass wir... Kommt Oscar dahin? Noch nicht ganz. Okay. Wie sieht's denn hier mit euch aus? Komm, Oscar reitet schon mal dahin. Und den Rest ziehen wir einfach nach. Ike will ich eigentlich gar nicht mehr so weit vorne stehen haben. Sondern erstmal den Rest eigentlich nachleveln und nachziehen. Oh. Darf ich bitte mich. Ich will mich nicht mehr verklicken. Ich bin immer so schnell. Aber ich muss sagen, die neuen Einheiten, die wir bekommen haben, sind wirklich sehr, sehr brauchbar. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich gerade um die bangen muss, sondern eher um andere Herrschaften hier in der Gruppe. So, du gehst erstmal hier besuchen. Was ist das? Die benutzen die allgemeine Verwirrung zu ihrem Vorteil, um unseren Ort auszuplündern. Wir müssen das Stadttor schließen. Vielen Dank für eure Hilfe. Oh, das hätte ich fast vergessen. Bitte nimm dies als Dankeschön. Meisterlanze. Oh, was ist das? Was ist das? Ich will es mir angucken. Warten. Ja, ich weiß, dass das Warten ist. Oh,
Y. So, eine Lanze, die die Wahrscheinlichkeit kritischer Treffer drastisch erhöht. Ich glaube, die behalte ich auf Oscar. Waffenlevel C, das hat sie ja noch nicht, ne? Ne, sie hat erst E, okay. Hm. So, dann schauen wir uns mal diese netten Herrschaften hier an. Rolf, was kannst du denn gegen die ausrichten? Wahrscheinlich nur 2 oder so. Ja. Und, 4 sogar mit Rolfsbogen. Rolf, fast begeistert. Wer bräuchte denn noch ein paar Level? Mia. 6. Das ist auch nicht so viel. Für Mia und Rolf müssen wir echt ordentlich vorbereiten. Das Problem ist, es können nicht so viele vorbereiten, weil viele einfach töten. Nee. Hier nicht. Ike, du stehst im Weg. Ike, du gehst in die Ecke. Du machst sowieso jetzt in diesem Zug gar nichts. Dann geht Sorin nämlich hier hin. So, entweder macht Rolf ihn. Ach, ich glaube, wir schenken Rolf mal einen Kill. Ja, nee, wir müssen es mit Rolfs Bogen machen. Weil Rolf ja noch am weitesten mit Alia hinterherhängt. Wenn wir irgendwas finden oder schon haben, was die Stärke erhöht, kriegt das hundertprozentig Rolf. Aber sowas von. Der ist so schwach da auf der Brust. Bisher. Okay, wir müssen hier mal ein bisschen zustellen. Aber Mia kommt auch an den ran. Wie viel Schaden macht der denn an ihr? 13 Uhr. Dann stellen wir sie nur hin. Stellen Kevin daneben. Und Rom kommt da nicht hin. Neffe, nee, ich stelle mit daneben. Genau, den Rest ziehen wir hinterher. Warte. Ike können wir ja auch eigentlich heilen, oder? Naja, nein. Weiß, aber das ist, finde ich, ein KP finde ich irgendwie doch ein bisschen Verschwendung dann zum Heilen. Klar, dass er auf Mia geht. Er reitet weg. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich mal diese Folge ein bisschen früher beenden. Die letzten waren ja meistens ein bisschen länger, also verzeiht es mir, die ist jetzt heute schon mal Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal schauen, wie wir hier die flüchtenden Reiter erledigen. Warum rennt der weg? Ist hier irgendwo ein Heiler? Ach, hier sind Heiler. Der will bestimmt zu einem, aber er hat keinen Schaden bekommen. Ich verstehe nicht, warum er weggeritten ist. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.